Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich bin eine Vampir. Okay, ich bin froh, dass ihr hier seid, wollte ich eigentlich sagen oder sowas. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Wir spielen gegen Diana. Lasst uns smart sein. Lasst uns überlegen. Lasst uns. Ja, ich habe so selten gegen Diana gespielt. Also ein paar Mal, aber noch nicht so oft. Also. Oh, jetzt kommt mir das Schild wieder in die Augen, in die Ohren. Dieses gigalange 5000-Sekunden-Schild. Die Kamera ist sehr dunkel. Ja, ich weiß. Aber ich habe diese Lampe extra, diese Farbe extra Notenrot genannt. Ich wollte es mir ein bisschen romantisch haben. Da bin ich gar nicht im Vordergrund, sondern das Gameplay oder die Lampen. Ja, das ist kein Notenrot, sondern Notenrot ist eher das hier. Ich glaube, das geht in die Richtung. Aber dann ist die Cam wirklich sehr dunkel. Außerdem lenkt das vielleicht ein bisschen zu sehr ab. Das heißt, wir machen das einfach mal so. Ja, wir spielen heute Wladimir. Wir haben ja die Vampirzähne im Hintergrund. Wir haben... Oh mein Gott, ist dieser Skin geil! Ich werde das wahrscheinlich jedes Mal sagen. Ja, Leute, ich werde jetzt richtig hart carryen, Leute. Nach meinem letzten Evelyn-Game so, werde ich jetzt giga hart carryen. Ich werde jetzt so machen, wo ihr denkt, wow, Tobi. Oh, wow. This Vlad, best Vlad. Ich werde aber auch... Passt auf, die drei großen Schritte zum Erfolg. Geil, last hit. Wir werden geiler. Mit Wladimir ist es echt schwer, weil die Autotext zum Kotzen. Wir werden aber geil last hitten und wir werden unseren Gegner vernichten. Und nicht sterben. Ich habe ein ganz großes Problem, dass ich bei mir ist es so, ich drop, weil wie auch immer das ich schaffe, keine Ahnung. Aber ich sterbe mit Wladimir im Early Game, weil ich zu aggressiv spiele meistens. Und dann gehe ich auch wirklich so 0-3 oder so. Und irgendwann gehe ich dann aber 15-3. Stellt euch mal vor, ich würde nicht 0-3 gehen. Wie insane das wäre, wenn ich nicht 0-3 gehen würde, Leute. Das wäre komplett verrückt. Okay, aber dafür kriegt sie jetzt Damage. Zack. Auto-Tech-Q ist immer ganz nett. Das heißt, wir versuchen einfach mal nicht zu inten. Ich meine, okay, die haben Elise, aggressiver Jungle, dies, das. Ist schon wieder ein bisschen schwierig. Aber hier ist ein Ward. So, wir haben Doran-Shield. Ich würde sie natürlich gerne traden. Allerdings weiß ich nicht, wie... Ach, guck mal hier, das ist schon wieder... Ne? Allerdings weiß ich nicht, wie stark Diana ist. Also, ja... Ich habe nicht gesagt, dass ich alle Minions will, Leute. Ich habe gesagt, ich nehme Minions, meinte ich damit, ja? Also, dass wir das highlighten. So, erster Kill für uns, das ist gut. Kanone. Ja, schon mal auf, was hier ist. Danger, hat sie da gewartet? Ich glaube nicht. Ich will natürlich auch aggressiv spielen, aber wir müssen da wirklich aufpassen, dass mir keine Spinne über die Leber läuft, beziehungsweise über die Lanes. Und Elise habe ich gar keinen Bock drauf, weil das ist ja, wie gesagt, der Grund, dass ich auch immer wieder sterbe. Okay, Elise ist aber Top-Lane. Ne, das habe ich ja durch meine amazing Map Awareness. Zack, Auto-Tech und noch eine Q. Schön. Noch ein Auto-Tech. Oh, jetzt kann sie springen. Und nochmal springen. Aber jetzt können wir sie mit Auto-Techs bombardieren, weil wir machen jetzt nochmal eine Q. Sabadoo. Schön. War wie ich finde, war es ein guter Trade. Weil, ich heile mich ja einfach wieder. Ich heile mich. Deswegen ist so ein Trade immer gut. So, Elise ist tot. Ich muss nur gucken, ob ich jetzt vielleicht potte ich jetzt schon oder nicht. Ne, gib mir dein Leben. Danke. Zack, und schon kommt. Ja, ne, deswegen kann man Wladimir hassen. Da hat sie wieder ihr 3-Kilometer-Schild. Also nicht 3 Kilometer, aber es geht 3 Sonnensysteme lang. Also von der Zeit her quasi. Gib. Danke. Ohne Witz, kennt ihr diese Kanonen? Die sagen ja nach Mc's und dann fahren sie aber nach Burger King. Weißt du, die greifen erst den einen Minion an und kurz vorher, dann greift sie auf einmal einen anderen an. Richtige Reudenkanonen. So, sie hat keine Pots mehr. Das heißt, ich würde sie giga gerne traden. Wir können uns aber natürlich vorher noch ein bisschen hochheilen, allerdings. Danger. Ganz groß. Ich bin aber unterwegs. Wir hauen den Pot ganz schnell rein. Ich bin unterwegs. So, wir haben... wir gehen jetzt hier zu meinem Team. Wir poolen da jetzt einfach mal, damit wir slowen. Und jetzt drücken wir den Turbosauger. Puh. Da haben wir ohne Witz Spinnenextrakt alles mit einem Strohhalm. Aber nicht die aus, Dings... hier aus Kunststoff, sondern ein richtiger Stahlstrohhalm. Reingesteckt, rausgesaugt. Boom. Einfach, die Elise, die war einfach weg. Pushen wir noch das durch? Nee. Wenn ich jetzt durchpushe, dann komme ich gleich nicht von der Lane runter. So, wir gehen CDR-Buch zuerst. Und einen HP-Stein. Da haben wir zwar keinen Pot, aber wir sind Wladimir, wir haben Dorn, Schild, das passt. Wir gehen zuerst für die 40% CDR. Ja, Leute, das wird meine Runde. 1-0-1 stehen wir schon. Wladimir ist wirklich eine hundertprozentige Hassliebe. Ich hasse diesen Champion. Ich hasse es komplett, gegen diesen Champion zu spielen. Aber es ist meiner Meinung nach... Der ist giga broken. Dieser Champ ist... This Champ so giga broken. Sie hat AP gekauft. Okay. Weil...
Du hast einfach die Möglichkeit, im Early Game Leute zu töten. Das ist so unfair. Das ist der... Also... Jetzt sagt ihr, hey, aber Tobi, wieso soll das unfair sein? Ja, weil dieser Champ so gigakrass ins Late Game reinskaliert. Vladimir im Late Game ist ein Turbolord, der saugt alles aus. Das ist Dracula 2.0. Shit, die Kanone. Und im Early Game böllert der dich aber auch weg mit Level 6. Wie unfair ist denn Ditte? Ich finde Ditte unfair. Klar, du brauchst Flash. Das ist so ein bisschen wie Annie, aber... Naja. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, Diana hat noch Flash, sowohl als auch Ignite. Deswegen müssen wir uns etwas zurückhalten und CSen jetzt, wie so ein geiler Lord. Wie so ein Blutlord. Bläh. Alle Minions ab jetzt. Alle. Jeder einzelne. Wobei, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, ich merke das schon. Aber wenn sie ultet, dann pool ich einfach, oder? Aber ich muss ein bisschen warten mit Pool, weil das so ist. Weil sie ja, dass der Damage kommt erst nach 1-2 Sekunden oder so. Glaube. So, wir saugen hier schön alles aus. Hat jemand von euch Bixby? Mein Bixby öffnet sich immer und sagt mir irgendwas auf Chinesisch. Sieht man, glaube ich, nicht so gut, aber... keine Ahnung, was Bixby von mir möchte. Oh, Dianas roten Shit. Ja, Leute, ich war mit Bixby beschäftigt. Da kann man mir jetzt keinen Vorwurf machen. Also, wenn da jemand mich flamet, dann... Das war ja nicht meine Schuld. Okay, er kommt aber weg, wie es ausschaut. So, das heißt, da kommen jetzt aber eventuell 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Leute. Da müssen wir kurz aufpassen. Wir wollen ja nicht sterben und feeden. Wollen wir nicht. Wir wollen nämlich Turbo carryen. Einfach Turbo durchcarryen. So, Ignite ist wieder ready. Das heißt, wir können jetzt langsam anfangen, hier was zu starten. Da freue ich mich doch. Machen die Drake? Machen die nicht, oder? So, einmal hier ausgesaugt. Sehr gut. Das, oh, sie hat auch Bone Plating. So, wir traden das. Wir haben jetzt Ignite. Fightet sie das? Nee, oder? Die wird gleich gekillt. Was will die denn? Ja, komm, engage mich. Engage mich. Okay, jetzt nicht. Ah, jetzt ist unfair. Shit, jetzt bin ich tot, actually. Ich hab geintet. Nein, ich hab geintet. Ich hab so hart geintet. Atom 212. Dich kriege ich noch. Guck gar nicht. Brauchst nicht so doof gucken. Oh Mann. Okay, was habe ich gefailed? Erstmal habe ich meine Power des Q auf Minion gemacht und bin dann immer noch in Range für ihre E gewesen. Das heißt, hey, sie hat das natürlich sofort ausgenutzt. Aber, ne, das, ich spiele nicht so oft, Vladimir. Und da, ich werde einfach, ich muss mehr smart werden. Lernen. Dies, das, alles. Also, zum einen, das war der Fehler. Dann, ja, ich weiß nicht, ich glaube, also ich habe ihre, hat sie überhaupt geultet? Hatte sie, oh, die hatte gar nicht geultet, oder? Ja, ich habe meine Ult zu spät gemacht, die hätte ich früher machen können, den Pool hätte ich hätte alles besser machen können. Aber die wird noch sehen, Leute. Die denken jetzt so, wow, I'm so geil, aber du bist überhaupt nicht geil. Dich kriege ich. Weil das ist so wie, bei Dragon Ball oder so, ne? Da, ja, bei Dragon Ball, sagen wir Ash Ketchum. Der kriegt erst immer auf die Fresse vom Arena-Leiter. Das war so der bei mir, der auf die Fresse-Moment. Und dann trainiert er so krass und wird so strong. Und das machen wir jetzt. Wir werden jetzt einfach gigastark. Sie hat quasi den Löwen in mir entfacht. Das ist nicht, was du möchtest. Don't entfire the Löwe inside Toby. Er hat Drache abgegeben. Sehr gut. Den habe ich nämlich eh keinen Bock drauf. Scheiß auf den Drachen. Scheiß auf den Drachen. Ich meine, ja, ne? Besser. Aber ja, so. Wir nehmen alle anderen Drachen. Das ist das turbische Tobi-Drachen-Prinzip. So, wir haben, solange wir keine Ult haben, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil sie hat Ult. Ne? Glaube ich. Hat sie das gemacht? Mann, ich weiß es doch auch nicht, Leute. Woher soll ich das denn wissen? Oh, mit dieses Rod of Age-Kack-Ding-Zeug. Wir könnten ein paar Bücher kaufen. Zwei Stück. Machen wir das? Noch nicht. Ignite haben wir nicht ready, sie aber auch nicht. Ich muss sie grundsätzlich nicht fighten, um das mal kurz zu highlighten. Muss ich nicht. Kann ich? Muss ich aber nicht. Aber ihr Katalysator ist schon hart nervig. Muss man sagen. Okay. Ich meine, ich kann mich ja immer wieder hochheilen. So oft ich möchte. So, ich glaube, wir gehen mal eben... Ne, wir machen Revolver fertig, würde ich sagen, oder? Ich meine, ich muss nicht shoppen. Ich muss nicht. Ich könnte aber gleich einen Botlane-Gank... Oh, da würde ich mich gerne sehen. Einen Botlane-Flash-Gank. Guck mal, Diana geht jetzt Toplane und ich gehe Botlane. Ich push durch und geht dann Botlane. Ich bin immer lieber noch durchpushen. Da sehe ich mich. Das ist meine Passion. To push through. Oh, das war knapp. Und jetzt gehen wir Bot. Und jetzt ist sie beschäftigt und ich gehe jetzt Botlane zerstören. Ich werde eine komplette Zerstörschelle initiieren.
Wobei ich glaube, dass sie wissen werden, dass ich hier bin. Aber gut, dann machen wir das Wort. Ah, da könnte... Ja, dann gehen wir... Ah, okay, jetzt ist der Köder in der Mitte. Farmt meine Midlane! Bruder, stopp! Stopp jetzt! Hör auf zu farmen! Jetzt geh drauf oder so, aber nicht farmen hier, Brudi. Wo kommen wir denn da hin? Wenn hier jeder irgendwelche Lanes farmt. I don't know where we come then, hen. Where we get. Nehmen wir jetzt hier auch. Das ist... Ne, geben und nehmen. So. Ja, da müssen wir noch eine pushen. Wir können auch direkt den Pratonos Revolvos zusammenfarmen eigentlich. Könnten wir machen. Hier erstmal Boundplating. Danke. Jetzt Gank. Hier, go for Gank. Geh for Gank. Jetzt. Guck mal, er pinkt, aber geht weg. Richtiger, räudiger Hund. Vielleicht engaged er aber. Oh ja, er entet. Sie entet. Bruder! Oh Lord. Das ist perfekt. Ja, also ich habe keinen Kill bekommen, aber ich nehme es an. Ich akzeptiere, dass das so passiert ist. Das ist okay für mich. Guck mal, er hat sogar noch sein... Oh, das gibt Geld. Ja. Das gibt Geld. Das gibt Geld. Und rein da. Einmal Sino ausgesaugt. Die könnten wir gleich actually auch töten. Vielleicht kurz. Ja, okay. Nee, ist okay. Ist okay. Guck mal, da gibt es noch eine Platte. Oh. Leute, dieser Moment ist sehr wichtig. Wisst ihr warum? Normalerweise, man muss nämlich... Normalerweise ist es so, dass man immer sagt, ich kriege nie Ganks. Das sagt ihr auch immer. Wow, ich kriege nie Ganks. Und dass sowas passiert, das ist im Unterbewusstsein. Ne, das merkt man gar nicht. Aber hey, Leute, wir müssen akzeptieren, wir haben einen guten Gank bekommen. Es war ein toller Gank und wurden keinmal gegankt. Das müssen wir genau jetzt akzeptieren und appreciaten. War nett? Sams, oh, Toplane ist 0-3. Hei, ja, 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 ja. Hei, ja, 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 ja. Da muss ich wohl einen Majors ranholen, du. Vielleicht, mal gucken. Don't worry, I will kite him a lot. Ei, ja, ja, 0-3. Und 3-2 Nasus, aber ein Trinity Nasus. I will be huge soon. Gimme... ne, ich sag gar nichts. Ich wollte sagen, gimme some kills, dies, das, aber... Ich wollte eigentlich nur sagen, dass er ein bisschen Midlane ganken soll, aber wir machen da gar nichts. Shit. So, wir haben jetzt den Proton-Belt. Pushen hier einmal durch und roam Botlane. Das ist ein guter Plan, oder? Ein sehr guter Plan. Gib mir die Kanone. Ah, nice. Oder, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, wir machen eben den Tower. Das ist First Tower Blood, Dings. Gib mir einmal kurz dein Erd-Dings. Okay, das ist Ult. Ah, ich habe den Damage abbekommen, ich Inter. Jetzt kann sie aber nicht mehr springen. Doch, kann sie. Nee, kann sie nicht. Okay, ja, ich habe überlebt. Sie hat kein Flash mehr. Ich habe kein Flash mehr. Sie hat kein Ignite mehr. Ich habe gleich Ignite. Ja, ja, ja. Muss kurz überlegen, weil wenn ich jetzt bleibe, sterbe ich. Und immer wenn ich sage, ich bleibe, beziehungsweise ich sterbe, dann sterbe ich. Platten gehen gleich weg. Tower kriege ich nicht. Sterbe ich? Ich sterbe. Okay, ich lebe. Das war gar nicht so bad, tatsächlich. So, gehen Sie fort! Gehen Sie fort! Das war gut! Das war ausnahmsweise mal okayisch gespielt. Aber auch nur, weil Diana so ein Kack-Champion-Designer ist. Das ist wirklich, Diana ist so ein Kack. Ich mag Diana, aber. Diana ist so ein Kack-Champion, sorry. Sorry. Ups, das wollte ich nicht. Das, ich wollte nur E drücken. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Das ist jetzt tatsächlich gefährlich. Aber, ja, hier wäre jetzt ein Gank nicht schlecht, aber... Ich kann da halt... Warwick, das ist auf einer Basis sehr gefährlich. Auf der Gefährlichkeitsbasis sehr hoch, aber er hat den Drachen bekommen, was ausreichend ist. Nee, das ist gut. Schön. Good Job kann man da schreiben. Das war nämlich ein guter Job. Das war einfach ein fucking guter Job. Wir müssen jetzt nur gucken, weil Diana kommt jetzt gleich mit mir in die Kanone. Danke. So, perfekt. Perfetto, perfetto, perfetto. Wir kaufen uns jetzt Magic Pen, sure. Magic Pen, sure. Magic Pen, sure. Okay, die Cam ist halt wirklich verdammt dunkel. Aber ich habe gesagt, dass sie dunkel ist, Leute. Das ist, ich finde, das sorgt für ein bisschen Ramontik, oder? Das muss ja auch so ein bisschen temperamentvoll, leidenschaftlich. Leidenschaftlich mit ein bisschen Zärtlichkeit. Und Intensivität. Seht ihr, was ich meine? So. Als nächstes gehen wir auf Rabadons. Und ab Rabadons, sobald du die Mütze aufhast, ist GG, Leute. Das könnt ihr euch merken. Das Problem ist hier, dass gerade da unten Action ist. Ich würde da hingehen, aber, ich gehe einfach mal straight. Ich habe halt keinen Flash. Ohne Flash ist Vladimir halt... Okay, das ist aber gar nicht so schlecht, was hier passiert.
Ja, das ist gar nicht so schlecht. Wir warten noch kurz, bis sie sich ein bisschen... Oh, shit. Jetzt muss ich kurz hier Protobelten, machen eine Ult, drücken Q. Ah, herrlich. Machen den Strohhalm rein, ist halt ein Stahlstrohhalm. Zack, vorbei. Ne? Save the Turtles, meine Freunde. Guten Tag, einmal bitte dein Leben. Oh, Nami ist ja, funktioniert jetzt auch für Wladimir, ne? Beziehungsweise für Zauber. Ja, können wir den Tower machen? Wir wurden einmal hier. Könnte sein, dass Diana noch drin ist. Einmal bitte dein Leben oder deins, ist auch okay. Wir könnten da actually sogar diven fast, hätte ich gesagt. Das ist halt bei Wladimir, du kannst so viel Damage mitnehmen, wie du willst. Das ist fast egal. Wir müssen nun aufpassen, dass wir jetzt nicht aufwechseln, weil es kann sein, dass jetzt halt alle runterkommen. Die Möglichkeit ist da. Ich bin ein fucking Vampir. Ich bin so ein Vampir. Mama, okay. Ich dachte, da kommt ein bisschen Follow-up oder so. Hier, was ist mit Support, Mr. Kotelette? Wo war... Du hast eine Aufgabe, mir hinterher zu fahren und mich zu heilen. Nice Support. GG. Wenn ich schon alle töte, dann mach du wenigstens ein bisschen Heal auf mich. Mann! Das wäre locker ein Penta geworden. Passt. Ja, aber wir sind big. Wir haben jetzt Geld, wir haben jetzt einen Stab. Das ist okay. Wladimir ist so busted, Leute. Legit. Der Turbosauger. Wie viel Schaden macht der Turbosauger? Hier. 2000. Keine Ahnung. Ist halt schon broken für mich. So, was können wir machen? Wir haben gleich Flash. Sobald ihr Flash habt, könnt ihr einfach alles vernichten. Guck mal, die sterben jetzt auch schon alle. Jetzt schon. Die E ist, glaube ich, was Wladimir so broken macht. Ich glaube, es ist wirklich die E. Die wurde schon mal genommen. Die war mal stärker, Leute. Die E hatte mal ein 100% Abyss-Gang. 100%. Jetzt hat sie nur noch 80. Aber auch 100%. Weil der Spell hat einfach keinen Cooldown. Wenn du 5 Punkte drin hast und 45% CDR hast, kannst du was... Oh, da sehe ich. Ich sehe mich auf... Auf Frau Blümchen da oben. Kommen Sie bitte her. Was ist denn hier los? Stopp. Geile Ultimate. Alle getroffen. Leute, ich fahre hier mal durch. Ich bin raus. Nami, heil mich. Wie wäre es, wenn du mich heilst? Danke. Wer ist denn das hier? Nami? Diana? Ich bin tot, glaube ich. Ich lebe. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich würde sogar nochmal saugsträumen. Einmal gesträumt. Oh, jetzt bin ich tot. Ich esse ein paar Bananen. Da müssen wir gar nichts machen, weil die stirbt auch so. Oh, lol, das ist noch ein Spinnen. Nee, warte mal. Kudubua! Das ist okay. Ja, nee, war gut, wir haben viel gekillt. Ich bin nicht gestorben, war, also, ich, meine Ult war gut. Meine Ult war gut. Ich habe drei, ich habe zwar nicht gesehen, was sie gemacht hat, aber ich habe drei Leute getroffen. Von drei. Also drei, die da waren. Kubra! Sukubla! Mal, er stirbt jetzt auch, er wird gejagt, aber ich glaube, ich gehe einfach hier. Oh, na, shit. Ja, mhm, mhm, mhm. Schön, interesting. Oh, er stirbt. Und ich werde, ja, vielleicht hätte ich da chasen sollen mit. Jetzt stimmt sie auch noch, oder was? Obwohl, nö, passt. So, ich würde noch gerne einmal der Frau hier mein Damage zeigen. Das ist ein guter Anmachspruch, könnt ihr mal machen. Oh, der ist gut. Allerdings, ich habe wieder Ult. Also rein theoretisch hätte ich Bock. Ich hätte schon Bock. Nee, ich bin raus. I'm out. Later. Frage ist jetzt, da kommt ein Drache und ich hätte gerne, boah, Leute, wenn wir Ocean-Seele bekommen. Bruder, ist ja komplett broken auf Wladimir, oder? Also ich würde... Okay, pass auf, du musst ihn hier reinlocken. Oder wir heilen uns, bitte. Und, peng! Und, durchgefahren. Die hat ignited, die stirbt. Hier machen wir nochmal so, die stirbt, der stirbt. Ja, schön. Lol, wer ist er denn? Ein Hund. Einen Möter. Halb Mensch, halb Köter. Sau. Das ist das einfachste Spiel der Welt. Aber hier ist auch einfach jeder. Nee, Toplane hat Turbo geintet, möchte ich kurz sagen. Also man kann nicht sagen, das ist komplett schön. 629. Diesmal mache ich was. Schön. Oh, mir fehlt ein bisschen. Oder machen wir Major? Wir machen jetzt Major. Scheiß auf Rabadons. Scheiß auf Rabadons. Scheiß auf Rabadons. Ich muss Wladimir Main werden. Das ist beste Champ. Wladimir ist, muss man einfach mal sagen, nicht gigaschwer. Ist aber gigabroken. Ist im Early Game stark. Ist im Mid Game stark. Ist im Late Game stark.
Ist im Late Game broken? Ist im Late Game Giga broken? Kann Teamfights engagen? Kann One-Shotten? Kann Pentas machen? Fühlt sich total unfair an? Hat einen guten Escape? Wird in der Lane sehr schwer gekillt, wenn man nicht dumm ist, weil er sich heilen kann und poolen kann und kann noch ein Stundenglas. Also, this champ ist so broken. Aber, ja. Meine größte Schwachstelle auf Vladimir ist wirklich mein Pool-Timing. Ich pool immer richtig dumm, manchmal, meistens, ab und zu. So, einmal hier durchfahren, bitte. Zack. So, wir haben jetzt also Magi, 10 Stacks, das ist schon ganz nett. Kann ich den Blue Buff haben für... Brauche ich eigentlich gar nicht. Aber nehme ich einfach. Geld und XP. Geld und XP. Also jetzt noch Rabadons plus... Wenn ihr Rabadons und Magi zusammen habt, dann ist quasi wie Weltuntergang. Wie Zombie-Apokalypse oder sowas. Ich habe den Nami Autotech schon gesehen. Ja, auch Diana, also ich weiß nicht, Leute. Das ist ein richtiger Kackchamp. So, was ist hier los? Sag amoi. Gib mir dein Leben. So, wir fahren hier einmal durch. Drücken mal das hier. Slowen den Gegner ein bisschen. Fahren damit. Machen mal die Ulta drauf. Weil ich glaube, er könnte sogar actually sterben. Ja, schön. Ja, guck mal. Diana, guck mal, sie wird geslowt und muss flashen. Ich will ja nicht Diana haten, aber der Champ, Alter. Ich habe sie damals richtig viel gespielt und geliebt. Deswegen hasse ich sie jetzt, glaube ich. Das ist sowas wie, Diana ist meine Ex, quasi. Weil, ich habe sie echt viel geliebt, aber richtiger Kack-Champ. Okay, sie geht jetzt hier rein und stirbt. Komm ich hier durch? Nö, schade. Guten Tag, einmal bitte dein Leben. Peng! Oh, reicht nicht, aber der gettet mich nicht. Der gettet mich nicht. Ja, ich brauche ein bisschen AP, Rabadons, dies, das. Ja, schön. Gehen Sie bitte fort. Nasus, auch richtiger Kack-Champ, Alter. Hier nimmt mein Ignite und Saugstöpselstrahl. Peng. Ja, nee, passt. Ich würde nochmal engagen. Okay, ja, shit, Alter. Ja, ein bisschen. Okay, ja, wir haben Rabadons. Wie viel AP haben wir jetzt? Wir haben leider ein paar Stacks verloren. Hatten 20. 450 AP mit zwei Items. Zweieinhalb. Ja, vielleicht sogar drei. Die alle drei zusammen sind drei. Drei Items, 450. Das ist schön. Ja, das Game ist so won, Leute. Ich hab's gecarried. Also auch gecarried. Warwick war gut. Botlane war gut. Es war auch so immer eine schöne Runde. Schön. Ready. Schön. Ich glaube, was hat Vladimir für Schwachstellen? Lass uns drüber reden. Ich glaube, wenn Vladimir nicht im Game ist, sagen wir, er geht 0-3, dann ist Vladimir relativ, dann braucht Vladimir richtig lange, um ins Game zu kommen. Aber lasst uns kurz ehrlich sein. Welcher Champ, der 0-3 oder sagen wir 0-4 geht, Talon ist mit 0-4 richtig beschissen. Zed ist beschissen. Vel'Koz, klar, ne, Vel'Koz, Vladimir, die machen schon Schaden, aber ich glaube, mit 0-4 am besten sind halt einfach Tanks. Die CC'n dich halt immer noch genauso durch. Aber deswegen ist das ein Argument. Kassadin mit 0-4 ist auch komplett beschissen. Ich glaube, da geht Vladimir sogar noch. So, was können wir machen? Ich habe leider keinen Flash, hätte Bock gehabt. Okay, ja, gern Gage, dann komme ich mal vorbei auf den Meter. Zack. Nehme ich an. Oh lol, was passiert hier? Einmal Kuprua. Komm schon. No. Hier, Ult ist schon drauf. Ich würde eben die da töten. Und Sauger. Oh Mann, dann den. Leute, help, wo seid ihr? Und so. Later. Oh, ist das lustig. Later. Einmal dein. Ja, okay, passt. Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Schön. Ja, 9-3-14, Leute. Da kann man nichts sagen. So, mach. Daddy braucht 22 LP. 22. Gib mir die 22. Do it. Gib mir die 22 LP. Ich sehe mich da. Komm schon. Ja, Warwick. Gib mir die 22 LP. 20? Och, Leute. Oh, aber MMR-Fest, Leute. 95. Wenn wir jetzt eins gewinnen, richtig geil. MMR-Fest. Da sehe ich mich. Sogar ein S-. Schön.
Schön, richtig, richtig schön, schön, schön. Ja, das war's. Auf Wiedersehen. Und State Vampir. Oder so. Kann ich brauche noch einen coolen Vampirspruch oder so. Later.